Frederik, eine Geschichte von Leo Leoni, vorgetragen von Bausch Barderosa. Ich habe heute einen kleinen Freund dabei, eine kleine Feldmaus. Und die hat mir erzählt, warum es wichtig ist, gerade in schwierigen Zeiten, dass es ganz, ganz viele Fredericks auf der Welt gibt. Nun, warum das so ist, das möchte ich euch jetzt erzählen. Rund um die Wiese, wo Kühe und Pferde grasten, stand eine alte, alte Steinmauer. In dieser Mauer, nahe bei Scheune und Kornspeicher, lebte eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. Die Bauern waren aber fortgezogen. Darum war Scheune und Kornspeicher leer. Da es bald Winter wurde, fingen nun die kleinen Mäuse an, Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse arbeiteten Tag und Nacht, alle, bis auf Frederik. »Frederik, warum arbeitest du nicht?« fragten sie. »Aber ich arbeite doch«, sagte Frederik. »Ich sammle Sonnenstrahlen, denn die Winter sind kalt und dunkel.« Einmal, als er so dasaß und auf die Wiese starrte, fragten sie. »Und Frederik, was machst du jetzt?« »Ich sammle Farben«, sagte er nur. Denn die Wintertage sind grau. Einmal sah es so aus, als wäre Frederik eingeschlafen. Und Frederik, träumst du oder was? Fragten sie ihn vorwurfsvoll. Aber nein doch, sagte Frederik. Ich sammle Wörter. Denn in langen Wintertagen werden wir bald nicht mehr wissen, was wir miteinander sprechen sollen. Nun, als dann der Winter kam, der erste Schnee fiel, hatte sich die Mäusefamilie in ihr Versteck zwischen den Steinen zurückgezogen. Zuerst hatten sie noch genug zu fressen. Sie waren glücklich und vergnügt und sie erzählten sich Geschichten von singenden Füchsen und tanzenden Katzen. Ach, was war da die Mäusefamilie glücklich! Doch mit der Zeit waren fast alle Vorräte aufgebraucht. Die Nüsse, die Beeren, die waren alle, das Stroh war leer und an Körner konnten sie sich kaum noch erinnern. Auf einmal fiel ihnen doch ein, dass doch Frederik etwas von Sonnenstrahlen und von Farben und Wörtern erzählt hatte. »Und Frederik«, fragten sie, »wo sind deine Vorräte?« Frederik kletterte auf einen Stein und sagte, »schließ die Augen.« Dann erzählte Frederik von den Sonnenstrahlen und wie er von den Sonnenstrahlen erzählte. Da wurde es ihnen schon viel wärmer. Ob das Frederiks Worte gemacht haben oder ob das ein Zauber war, ich weiß es nicht. Und die Farben, riefen sie ganz aufgeregt. Frederik sprach, schließt wieder die Augen. Und wie Frederik von den blauen Kornblumen und roten Mohnblumen am gelben Strohfeld erzählte und den grünen Blättern am Bärenbusch. Ach, da konnten die vier Mäuse die Farben so klar in ihren Köpfen sehen, als wären sie darin aufgemalt. »Und die Wörter«, fragten sie ganz neugierig.
Frederik wartete einen Augenblick, räusperte sich und dann sprach er wie von einer Bühne herab. Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? Wer bringt den Glücksklee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Mäuse, wie du und ich, wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus, die lässt den Regen lachen. Als Maler hat die Sommermaus, die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus bringt mit Nuss und Weizen liebe Grüße. Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier verschiedene Jahreszeiten. Keine mehr, keine weniger, vier verschiedene Fröhlichkeiten. Als Frederik geendet hatte, klatschten sie alle und riefen: Frederik, Frederik, du bist ja ein Dichter! Frederik wurde rot, verbeugte sich und sagte bescheiden: Ich weiß es, ihr lieben Mäusegesichter.